Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns noch einmal mein Bullet Journal aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr 2019, noch einmal zu Gemüte führen werden. Ein Flip-Through, das bedeutet, es noch einmal durchblättern werden, um uns das Gesamtbild noch einmal anzugucken, wie es denn letztendlich geworden ist. Wie man nun vielleicht auch schon sehen kann, ist das Journal deutlich dicker geworden, als es noch am Anfang war. Es quillt ein wenig über. Reden wir aber nicht allzu lange drumherum, sondern schlagen das Buch dann gleich einmal auf und widmen uns den ersten Seiten. Die ersten Seiten im Journal sind praktisch so Dashboard-Seiten, die mit einem Dekopapier ausgeschmückt sind, hier mit einem Rosé-Metallic-Ton, die insgesamt übrigens sehr inspiriert sind von LSB, also so generell die Gestaltung. Die waren eigentlich generell für Notizen vorgesehen, letztendlich ist auf der linken Seite so vegetarische Gerichte, zum Teil auch vegane, die halt so immer gehen, die ich dann mache, wenn ich gar nicht weiß, was ich eigentlich kochen soll. Und auf der rechten Seite sind die Ziele, die ich im Jahr 2019 so erreichen wollte. Ich verlinke euch auch mal die Playlist zu den einzelnen Seiten. Hier gibt es ja immer so ein Erstellungsvideo. Natürlich auch mit dem dazugehörigen Link für die Referenzbilder. Alles hinter dem i bzw. unten in der Infobox verlinkt. Auf den nächsten beiden Seiten sind für meine Leseexemplare. Dort sieht man die aktuellen. Wie gesagt, dieses Video ist früher gedreht worden, als es online gegangen ist, logischerweise. Dort zum Teil auch auf wiederverwertetes Papier, wo mit Fehldrucken ist. Also wie gesagt, ich schmeiße ungern etwas weg und auch das kann ja dann hier wieder benutzt werden, geschrieben. Und wenn ich dann etwas komplett erledigt habe, dann hänge ich diesen Zettel mit dem im Prinzip fertigen Liste nochmal auf die rechte Seite und lasse es dort auch nochmal so ein bisschen hängen, falls es doch nochmal irgendwie Probleme geben sollte oder irgendwie sowas. Danach haben wir den Future Log, also wo die wichtigsten Termine des gesamten Jahres, vor allem so Geburtstage und Feiertage, festgehalten wurden. Auch so Deadlines, vor allem dafür waren diese beiden Seiten gedacht. Danach eine Seite für den Winter, also wo ich festhalten wollte, was das Schönste an der jeweiligen Jahreszeit ist. Das habe ich in diesem Journal ja für jede Jahreszeit gemacht. Und dann auf der rechten Seite das erste Deckblatt für den Januar. Dort noch auf einem sehr billigen, nicht so guten Aquarellpapier. Das Thema im Januar waren Koi-Karpfen, wie man vielleicht erkennen kann. Ihr konntet ja immer abstimmen, welche Themen es sein sollten in den jeweiligen Monaten. Dort habe ich auch noch sehr viel mit Filzstiften, mit meinen Crayola-Linern gemalt. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber irgendwie finde ich, dass das fast so ein Comic-Look geworden ist. Ich habe da auch sehr viel schraffiert und so. Insgesamt ist mir das aber zu bunt. Ich bin halt nicht so der farbenfrohe Mensch, finden wir uns damit ab. Das waren ja hier auch logischerweise meine allerersten Wochengestaltungen, die mir zum Teil so ein bisschen besser, aber ein bisschen schlechter geworden ist. Also hier so Schrift ist nicht so mein Ding. Danach die Doppelseite für den Februar, die wunderschön geworden ist. Wer nämlich fragt, eigentlich das schönste Deckblatt mit dem Zirkus, was ich hier aber auch noch mit richtigem, das Originalpapier reingeklebt habe, was ein sehr dickes Aquarellpapier ist und das hat im Laufe der Zeit dann nicht mehr so funktioniert. Wie gesagt, das Journal wurde unfassbar dick. Ich hatte mich in dem Monat auch was so Schriftarten für die Überschriften vor allem auseinandergesetzt und da so ein paar Sachen ausprobiert. Lief mal besser, mal schlechter. Das Thema fand ich aber wirklich sehr, sehr toll. Also ich mag auch generell diesen Look, also mit diesem Vintage-Zirkus. Und da ich noch ein paar Bilder übrig hatte und ich wollte, dass das abschließt, dieser Monat, also dass ich wieder mit einer neuen Komplettseite starten kann, hatte ich tatsächlich so meinen ersten Rahmen im Februar bereits gemacht. Also ich hatte, wie gesagt, erst die Bilder aufgeklebt und habe dann so ein bisschen Text mit dazu geschrieben, was sich dann später zu diesem Rahmen, wie gesagt, entwickelt hat, wo ich den gesamten Monat noch einmal zusammenfasse. Im Februar begann es im Prinzip schon. Dann sind wir auch schon im März mit dem Thema Insekten. Dort ist halt vor allem das Collagenartige bei mir durchgedrungen. Ich fand damals übrigens auch das Deckblatt total furchtbar. Inzwischen finde ich, geht's eigentlich. Und wie gesagt, ich mochte halt so dieses viele Übereinanderkleben und so. Das habe ich da so richtig für mich entdeckt in dem März. Finde das optisch auch immer noch sehr schön. Aber wie gesagt, die Dicke, so ein Journal, nimmt dann ordentlich ein Gewicht zu. Im März ist ja auch die Leipziger Buchmesse. Auch dieses Mal habe ich im Journal dem eine ganze Seite gewidmet mit den dicken Buchstaben und dann den Text drumherum, was ich da halt so erzählen wollte. Danach wurden dann die Farben auch schon so ein bisschen fröhlicher, weil es ging ja in den Frühling und dem Frühling habe ich natürlich auch eine ganze Seite gewidmet. Auch mit dem Rahmen, da konnte ich mich ja mit den Farben nicht entscheiden und habe dann zwei genommen. Nicht die beste Entscheidung, aber es geht schon. Im April war dann das Thema Backen bzw. Backwaren, ein Thema, was mir auch wirklich sehr gut gefallen hat. Insgesamt ist das Gestalterische doch ziemlich dunkel ausgefallen von den Farben her. War ursprünglich eigentlich gar nicht so geplant, habe aber da festgestellt, dass mir das tatsächlich sehr gut gefällt. Also ich mochte das, ich mag dunkle Töne. Hier halt vorrangig so ein richtig schön dunkles Nachtblau und so gefiel mir sehr gut. Zwischendurch wurde es dann auch mal wieder so ein bisschen heller, weil da kam ja auch die Osterzeit und so, die auch so ein bisschen stressiger war. Ich habe mir aber zwischendurch auch nicht Mühe gegeben mit meiner Schrift und ich habe halt eine Sauklaue noch viel durchgestrichen und so, ist halt so.
Dann ging es weiter mit dem Mai und dem Thema Obst, was auch sehr buntlastig ist, sehr kräftige Farben. Dort hatte ich zum ersten Mal tatsächlich dieses One Line a Day, also zu jedem Tag einen Satz, gekoppelt mit so einem kleinen Mood-Tracker, so mit dem Amaranth dann. Und wenn ich dementsprechend auch mehrere Emotionen, die für mich am Tag entscheidend waren, konnte ich halt so ein kleines Potpourri an Obst dahin malen. Das hat mir so sehr gut gefallen. Waren halt so die ersten Versuche in diese Richtung. Dann bei den Wochenübersichten gefallen mir wirklich dort auch sehr gut. Da habe ich halt viel gemalt. Die Farben dann auch jeweils in den Überschriften wieder aufgegriffen und so. Ich fand das alles sehr stimmig. Allerdings hat das halt auch sehr lange gedauert und ich hatte nicht dauerhaft wirklich Lust dazu, so viel Zeit dann auch pro Woche zu investieren, ehrlich gesagt. Jede Woche hatte dann eine eigene Frucht, vor allem auch mit einer eigenen Farbe, die ihr ebenfalls auf Instagram mitbestimmen konntet. Im Juni war dann das Thema Urban Jungle mit sehr schönen gedeckten Grüntönen und Gold als Akzentfarbe. Habe hier dummerweise den Social Media und Tracker Bereich überblättert, was schade ist, weil die eigentlich sehr hübsch aussahen. Aber machen wir gleich weiter. Ich hatte hier zum ersten Mal den Mood Tracker aufgespalten, also dem eine ganze Seite gewidmet. Und auf der rechten Seite dann den Rahmen, wo ich halt, wie gesagt, den Monat zusammenfasse noch einmal für mich. Das Erinnerungswürdigste daran. Also habe praktisch dieses One Line a Day aus dem Mai in zwei Seiten aufgeteilt. Und auch in den Wochenübersichten habe ich da immer wieder etwas Neues ausprobiert, auch so vom Design her. Übrigens auch von der Platzgröße. Ich hatte mir im Juni zum ersten Mal zwei Seiten pro Woche gegönnt, weil mein Journal ja nicht so viele Seiten hatte, aber ich hatte dann praktisch vorher genug zusammengespart, dass ich mir das hier mal leisten und ausprobieren wollte. Und dann war ja auch schon Sommeranfang. Ich hasse den Sommer, habe dem aber natürlich trotzdem eine Seite gewidmet, weil auch im Sommer gibt es schöne Sachen. Und im Juli war dann das Thema Piraten mit dem schönsten Deckblatt, wie ich finde. Also ich bin generell auf das Bild tatsächlich stolz, beziehungsweise bin da ziemlich zufrieden mit, was im Originalen tatsächlich viel, viel besser war, weil hier hatte ich zum ersten Mal das wirklich dann abkopiert im Druckershop wegen der Dicke des Papieres. Und dabei gehen immer sehr viele Farben verloren. Also im Originalen, insbesondere bei dem Horizont, sind da halt viel mehr, ja, so Cremetöne drin, mehr so Mauve, mehr so Rosetöne, die in der Kopie komplett verloren gegangen sind. Generell ist das Gelb viel greller und ich glaube, in der Kamera sieht man es gar nicht so arg. Aber im Originalen fällt das halt deutlich auf, also finde ich zumindest. Ich mochte das Design aber an sich sehr gerne. Ich hatte auch in diesem Monat wieder sehr viel gemalt und mit Wasserfarben rein. Witzigerweise hatte ich genau das Gegenteil jetzt im April. Ich wollte eigentlich das Thema so ein bisschen düsterer fassen und ist dann letztendlich doch recht hell geworden. Mit einer der schönsten Seiten für den Social-Media-Bereich. Also da gefällt mir das Bild wirklich sehr, sehr gut. Ich finde diese Seite insgesamt wirklich sehr stimmig. Da kommt auch das Thema selbst am besten raus. Bei dem Rahmen war das so eine Sache. Ich hatte irgendwie im Eifer des Gefechts vergessen, dass ich das hier als Rahmen benutzen wollte und hatte halt die Segel, so Outlines schon gesetzt und hatte da schon so Befürchtungen, na, ob das beim Rüberschreiben funktioniert. Man kann es zum Teil wirklich kaum noch lesen, was ein bisschen blöd gelaufen ist, aber meine Güte. Bei den Wochenübersichten bin ich dann wieder zurückgegangen, also habe jede Woche auf nur eine Seite gepackt und bin ja auch immer so ein bisschen geschwankt zwischendurch, ob ich halt die Tage so mit To-Dos nehme, so also das Arbeiten, das Arbeiten, das Arbeiten oder ob ich dort so in Tagebuch-Schriftform gehe. Im Juli bin ich hier halt komplett auf die Schriftform gegangen. Es folgte der August mit dem Thema Bohem. Dieser Spread ist sehr, sehr improvisiert, weil ich dort eigentlich nämlich im Urlaub war. Dementsprechend ist es auch im Prinzip nur reingeklebt mit Bildern, weil ich nicht auf mein übliches Equipment zurückgreifen konnte. Und ich finde aber, dafür habe ich das Beste draus gemacht. Ich hatte hier dann auch wieder dieses aus dem Mai, dieses One Line a Day kombiniert mit dem Mood Tracker ausprobiert, weil ich dem einfach irgendwie nochmal eine Chance geben wollte mit dem Rahmen auf der gegenüberliegenden Seite, der sich dort bereits fest integriert hatte. Die Wochenübersichten mag ich im August wirklich sehr gerne. Die haben so diesen gewissen Vibe, wie das ja auch gewollt war, wie gesagt, bei diesem Thema Ethno auch so ein bisschen dieser Look mit rein. Also ich mag diese Seiten wirklich sehr gerne, so von der Stimmung her. Auch mit diesen kleinen farblichen Kügelchen da drin, also für die Tage fand ich auch sehr gut. Im September konntet ihr dann das Thema komplett selbst bestimmen auf Instagram, was ja letztlich so eine Kombination geworden ist aus Buchkaffee und das gerne in so einer herbstlichen, cozy Richtung. Dieses Thema gefällt mir sehr, sehr gut. Also es ist rein vom Thema her mein Lieblingsthema tatsächlich gewesen. Auch hier habe ich wieder viele Sachen ausprobiert, habe ich hier zum Beispiel den Social-Media-Bereich mit den Habit-Trackern kombiniert, auch so mit dieser großen Queroptik. Ich weiß mal noch nicht so genau, ob mir das gefällt oder nicht. Bin auch so ein bisschen unschlüssig. Ich habe auch hier in der Gestaltung versucht, mit Kaffee zu arbeiten, auch hier mit den Rahmen so ein bisschen anders zu gestalten mit dem One Line a Day und den Mood Tracker und so. Ich muss sagen, insgesamt hat es gerade mit dem Kaffee nicht so gut funktioniert, sagen wir, wie es ist. Aber ja, ausprobieren ist halt auch wichtig, auch in den Wochengestaltungen. Dann kommt so diese cozy Stimmung so schön rüber, was ich halt sehr gerne mag, auch mit diesen gedeckten Farben. Und ich mag gedeckte warme Farben sehr gerne. Also es gefällt mir insgesamt von der Stimmung her sehr gut.
Dann die Seite für den Herbst, beziehungsweise eine Doppelseite, weil ich auf der linken Seite noch im Prinzip Platz hatte. Da hatte ich halt so ein extra Bild gemalt. Und ich mag den Herbst, dementsprechend hat er auch eine Doppelseite verdient. Und es folgte der Oktober, den ich auch wirklich sehr schön finde. Hier war das Thema ja Halloween, beziehungsweise so Hexen. Dementsprechend ist es ein sehr düsterer Spread geworden, was ich sehr, sehr cool fand. Hier habe ich ja auch schon diesen Kalender dafür benutzt, auch so meine Social-Media-Sachen mit reinzuschreiben. Eigentlich mehr kombiniert mit so wichtigen privaten Terminen tatsächlich. Dieses Hexenhaus hier bei den Gewohnheiten, das gefällt mir so wahnsinnig gut. Ich liebe diese Hexenhäuser. Also in diesem Monat hatte ich dort das Schwarz-Weiß so also für mich entdeckt. Hier tatsächlich bei den Stimmungen war es ja so, dass mir das vorher in Schwarz-Weiß sehr, sehr gut gefallen hat. Und da hatte ich aber schon Bedenken, na, wie sieht denn das aus, wenn ich denn die Farben mit reinmale? Und ich muss sagen, es gefällt mir nicht so wahnsinnig gut. Allerdings, das, was hätte ich denn machen sollen? Also so mit verschiedenen Grauabstufungen, die hätte man denn nicht mehr unterscheiden können und so. Also ja, aber in Schwarz-Weiß hat es mir vorher besser gefallen, muss ich ehrlich sagen. Dann hatte ich ja hier auch im Oktober das erste Mal am Inktober teilgenommen, 2019. Dazu habe ich auch ein extra Video gedreht, wo ich auch nochmal da so den Inktober zusammenfasse. Bei den Wochenübersichten hatte ich auch wieder nur eine Seite pro Woche, habe ich ja auch immer mal wieder geschwankt zwischen so To-Dos zum Abhaken und den Textdingern. Zum Teil bin ich auch mal gesprungen, also habe das jeden Tag dann extra für mich entschieden, wie ich das haben wollte. Das ist ja das Schöne an so einem Journal, dass man das selbst individuell anpassen kann, auch jeden Tag für sich neu anpassen kann. Auch immer wieder mit kleinen Kritzeleien zwischendurch, so generell, ich mag die Gestaltung, die von den einzelnen Wochen für den Oktober wirklich sehr, sehr gerne. Also es hat mir alles sehr gut gefallen. War halt auch einfach ein schönes Thema. Es folgte der November, wo mir ja eigentlich ein Mistake, ein kleines Ungeschicklein passiert ist mit dem Deckblatt, weil das hatte ich viel zu klein ausgedruckt tatsächlich und musste mir dann halt irgendwie was anderes überlegen und habe dann daraus so eine Collage praktisch gemacht. Und ich muss sagen, diese Doppelseite gefällt mir dementsprechend in Kombination am besten von allen. Ich finde, das harmoniert sehr gut. Das Thema hier war übrigens Regen bzw. Regenschirm und oh, ich finde diese Katze mit diesem geilen Regenschirm so toll. Bei den Stimmungen muss ich allerdings sagen, hat es dort nicht so gut funktioniert. Mal davon abgesehen, dass der November stimmungsmäßig eher so meh war, sind die Regentropfen viel zu klein geworden. Dadurch kann man die unterschiedlichen Blautöne kaum auseinanderhalten. Also die Fläche ist einfach nicht groß genug. Da hätten die Tropfen viel, viel größer sein müssen, damit das richtig zur Geltung kommt. Aber naja, bin im Laufe dieses Spreads auch so ein bisschen von dem Farbschema abgekommen. Also eigentlich wollte ich mehr Gelb im Vordergrund spielen lassen und habe das dann aber irgendwann fallen lassen. Man muss daher auch flexibel bleiben. Hatte dort dann auch gefühlt viel, viel mehr Platz pro einzelne Woche, als ich das eigentlich so bräuchte. Da dachte ich wieder so, mit den Doppelseiten war das wirklich notwendig. Aber ich habe den Platz halt, da nutzt man es auch. Was ich vor allem hier mochte, sind so diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel mit dieser Klammer, die da oben reingemalt ist oder auch mit diesem Rahmen, mit diesem gedotteten Papier nochmal so drumrum. Irgendwie, ich weiß auch nicht, es sind manchmal die kleinen Dinge, auf die es ankommt. Und dann der letzte Monat, der Dezember, wo das Deckblatt viel zu grell geworden ist, so generell die Farbgestaltung. Das Originalbild ist nicht so grell. Da ist auch wieder mit dem Druckershop und so, ach naja, mein Gott, was soll man machen. Auch hier ist es insgesamt wieder so ein bisschen auf Farbharmonie gesetzt worden, was mich ja dazu inspiriert hat für das Jahr 2020. In dem Monat bewege ich mich ja auch noch, dementsprechend ist es noch nicht komplett ausgefüllt. Also im Moment der Videoaufzeichnung, Bearbeitung. Bei dem Rahmen hatte ich ja übrigens bei dem Bild ja auch das, die Befürchtung, dass das vielleicht schwierig werden könnte, wenn man so da drüber schreibt, dass man das nicht so richtig lesen kann. Und ja, was soll ich sagen, genau das ist auch passiert. Es ist jetzt nicht so, dass man es gar nicht lesen kann, aber wirklich gut kann man das Schwarze darüber dann auch nicht lesen. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Alles nicht ganz so tragisch. Ja, auch hier mag ich bei den Wochengestalten so die Harmonien zusammen. Jetzt übrigens hier, das hier ist tatsächlich, finde ich, die schönste, harmonischste Wochengestaltung. Das ist alles so zart und so. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Da habe ich mir tatsächlich dementsprechend auch Mühe beim Schreiben gegeben, weil sonst kritzel ich da halt einfach rein. Das Ding muss benutzt werden. Fertig. Aber hier habe ich mir da Mühe gegeben beim Schreiben, damit das nicht ganz so doof aussieht. Dann die Weihnachtswoche, die ja noch nicht ausgefüllt ist. Wie gesagt, da bin ich real noch nicht. Und bei der letzten Seite, da habe ich mir dann tatsächlich wieder so einen Rahmen gelassen, um das ganze Jahr dann noch einmal zusammenzufassen und das einfach nochmal ein bisschen in Worte niederzuschreiben. Ich habe tatsächlich noch ein paar Seiten übrig in dem Journal, die man zum Teil dann auch für zum Beispiel hier so Stifte-Tests benutzen kann, um zu sehen, ob die durchbluten und so, was ich auch bei dem Setup gemacht hatte. Und ganz hinten sind dann noch einmal die letzten Seiten gestaltet mit diesem Dekopapier, wo auf der einen Seite Geschenkideen ich festhalte, die mir so im Laufe des Jahres kommen und meine Finanzen aufliste. Und auf der letzten Seite, da ist ja diese Tasche und so, ne? Und immer wenn ich mir Bilder ausgedruckt hatte für die einzelnen Monatsspreads, die übrig geblieben sind, weil wie gesagt, manchmal benutzt man halt einfach nicht alle, dann habe ich die nicht weggeschmissen, weil das wäre totale Verschwendung gewesen, sondern habe die, die übrig geblieben sind, hier hinten reingeklebt in so einer riesigen Gesamtcollage, was wahnsinnig geil aussieht, finde ich. Wie gesagt, das ist die Seite, wo so die Tasche ja eigentlich drin ist, wo übrigens auch dieser Zettel übrig ist, wo ihr komplett abstimmen konntet. Also die alle Vorschläge, die gemacht wurden, sind nicht
nicht verschwendet. Die kommen vielleicht nochmal irgendwann zur Geltung. Und ja, das war es dann im Prinzip im Großen und Ganzen auch gewesen. Das war das Flip-Through durch das Bullet Journal im Jahre 2019, wie das dann alles ausgefüllt und fertig gestaltet und so im Gesamtwerk ausschaut. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ihr könnt mir ja gerne sagen, welcher Monat euch am besten gefallen hat oder welche Gestaltung euch am besten gefallen hat. Das war es uns soweit auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Oh, und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch natürlich. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Rutsch ins neue Jahr. Tschüss!